Plan B? Boah, ganz ehrlich, das ist nicht einfach. Das ist gar nicht einfach. Wo war der? Ah, hier war der Ausgang. Das ist ganz und gar nicht einfach. Erstmal hier wieder sabotieren. Hier vorne ist auch übrigens ein Radio. Das können wir direkt mal mitnehmen. Schon einmal hier sind. Das müsste da auf dem Dach sein. So, wie komme ich da? Wie komme ich hier hoch? Ah, hier kann ich mich verstecken. So, warte. Na. Ah, hier. So. Vielleicht gehen wir mal zur Hauptmission. Wir haben ein Problem. Was haben wir denn für ein Problem? Das einzige Problem, das ich sehe, sind die beleuchteten Dinger hier. Überall. Die mich hier anfangen zu scannen die ganze Zeit. So, jetzt sind wir irgendwo hier in so einer Bude drin. Ich weiß gar nicht, wo wir hinkommen. Hier gibt es ja so viele Wege. Man kommt ja in fast jeder Wohnung rein. Das ist unfassbar. Ich nehme mal hier alles mit, was hier rumliegt. Was ich tragen kann, nehme ich mit. So, ist hier auch noch was? Nee, anscheinend nicht. Okay. Oh, guck mal da unten. Aber die müssen es doch normalerweise eigentlich gar nicht bemerken, wenn ich immer meinen Schalldämpfer ausschalte, oder? Dürfen die doch normalerweise gar nicht bemerken, oder? Würde mich mal brennend interessieren. Er packt immer wieder die andere Waffe aus, ich weiß gar nicht warum. Okay, der ist natürlich jetzt in Beobachtung. Okay, dann gehe ich mal hier runter. Gehe mal hier links rein, in den Laden. Na, ich wollte doch keine Waffe auswählen, bist du verrückt. Wollte mich nochmal ein bisschen umsehen. Alter, ist das reine Paradies hier. Oh, gefundenes Tagebuch 01. Ich kann das nicht. Ich glaube, manche Leute sind für den Kampf geboren. Ich gehöre nicht dazu. Mir wird alles zu viel. Das Geräusch der Waffen, die Kugeln, die neben dir im Boden einschlagen, Explosionen, die so laut sind, dass du glaubst, dein Trommelfell würde zerspringen und deine Zähne zerbrechen. Und die Schreie, ich habe noch nie etwas Vergleichbares erlebt. Ich habe im gesamten Kampf keinen einzigen Schuss abgegeben. Ich bin erstarrt, einfach hinter der Deckung geblieben. Ich hätte mich totgestellt, wenn es nötig gewesen wäre. Darauf bin ich nicht stolz, aber in diesem Moment konnte ich an nichts anderes denken. Ich bin kein Soldat. Ich weiß nicht, wie man ein Soldat ist. Ich bin nur ein Finanzprüfer und arbeite nebenbei im Rewe. Meine Hände zittern immer noch. Ich will nie wieder dort hinaus. Ich glaube nicht, dass ich zurückkomme, wenn ich da wieder rausgehe. Uiuiui. Also für mich wäre das auch nichts, bin ich ganz ehrlich. Ich wäre auch so ein Weichei. Und wie heißt es doch so schön von Fallout 4? Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Ach, damit können wir ja auch ablenken, ne? War ja so. Stimmt ja, da war ja was. So, wartet mal, mich juckt das Ohr gerade schon wieder. Aua, mein Öhrle, mein... Aua, lalalala, mein Öhrle war gerade am Jucken. So, ah, hier haben wir den Garten befreit. Genau, den Garten Eden. So. Willkommen in meinem Anwesen. Ja, ja, schön. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Mich selber. Blöde Frage, krieg blöde Antworten. So. Jetzt mal schnell auf die Karte geguckt. So, wir könnten da was befreien. Das könnten wir mal machen. Ich würde sagen, wir befreien das mal alles und dann machen wir die Hauptmission. Ich glaube, das ist immer eine gute... Ich glaube, das kann man machen. Das ist, glaube ich, ganz cool.
Wir müssen uns hier natürlich so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht beobachtet werden. Gefällt dir, was du siehst? Um Gottes Willen. Ich will einfach nur bezahlt werden. Darf man die messern? Ich mach das nur fürs Geld. Nur 10 Minuten, okay? Nee, nee, lass mal. Alle sind ganz verrückt wegen der Kämpfe in Andrew. Scheint, als würde der Widerstand brennen. Okay. Nee, kannst du nicht. Außer wenn du mir sagst, wo die Toilette ist, dann ja. So, gucken wir doch mal. Das, was Gebiet da hinten befreien. Oh, hier können wir nochmal sabotieren, oder haben wir das schon? Haben wir das schon gemacht? Haben wir noch nicht. Zack, dann machen wir das mal. So, was bedeutet denn das Waffensymbol hier rechts? Hier im Gebäude, glaube ich, ist das drin. Da ist eine Drohne. Kommen wir irgendwie rein? Ja, kommen wir. Hier ist auch ein Radio. Cool. Man versteht das Radio manchmal gar nicht. Ah, jetzt haben wir hier wenigstens schon mal, können schon mal unsere Wertsachen verkaufen, weil wir hatten die ja letztens voll gehabt. Deswegen... Ja, mit Würde gestorben. So, kommen wir... Wie kommen wir denn hier... Ach so, dazu brauche ich hier dieses... Ah, warte mal, Guerilla-Werkzeug. Das kann ich eigentlich mal bauen, ne? Wo waren das nochmal gewesen? Aufsätze? Verbrauchsartikel? Nee. Equipment, Sprengstoff, Annäherungsablenkung. Ferngesteuertes Auto mit Ablenkung. Das holen wir uns mal. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Aber wo ist denn hier... Wo ist denn das Guerilla-Werkzeug? Ui. Kalkpulver, Zündvorrichtung? Ich hatte doch dieses Guerilla-Werkzeug da schon mal gefunden gehabt. Entfernung, Armbrust, leichtes Maschinengewehr, vollautomatische Schrotflinte, Inferno-Werfer. Wo ist denn dieses Guerilla-Werkzeug? Verstehe ich irgendwie nicht, dass wir es jetzt nicht holen können. So, auf jeden Fall haben wir ein ferngesteuertes Auto. Ich bin sehr gespannt. Wie wähle ich das denn? Wie wähle ich das denn eigentlich aus jetzt, dass, Wie wähle ich denn das? Hä? Wo ist denn das? Wie wähle ich denn das Auto jetzt aus? Oder muss man sich das hier immer holen? Warte mal, wo waren das jetzt? Nee, Equipment, ne? Oder? Nee. Wie wähle ich das denn jetzt aus? Hallo? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wo ist, Nee. Wie wähle ich denn das jetzt aus? Nein. Wie wähle ich denn das aus? Taschenlampe, Bolzenschneider, Schlüsselkarte Stufe 1. Wie wähle ich denn jetzt das ferngesteuerte Auto aus? Ich bin gerade etwas verwirrt. Wir hatten es gerade in der Hand und ich habe es aus Versehen weggelegt, aber ein besonders bewegliches ferngesteuertes Auto. Versehen mit Knallkörper. Im Besitz. Ja, aber wo? Wieso kann ich denn... Dieses Piano gerade im Hintergrund.
Ja, aber wie wähle ich das denn aus? Oder muss ich das... Oh, Moment. Oder muss ich das tauschen für die Pistole oder sowas? Kann das sein? Wir haben das Temperament. Nee, Schrotflinte? Zerbrochener Beton. Slot wählen? Skelettartige Metallgerüste. Kabel. Die Seitenwaffe kann ich eh nicht ändern gerade irgendwie. Das Gerassel herabfallender Trümmer. Brausartikel, Batterien, ja, tralala. Aber wie wähle ich denn... Ich will mein ferngesteuertes Auto auswählen. Mann, hier nimm deinen scheiß Knaller da. Hui. Ist schon ordentlich so ein Knaller, muss ich sagen. Du bist ja voll der Knaller. Aber wie wähle ich denn... Ich muss mal in die Optionen schauen, es tut mir leid, ich weiß. Aber ich würde das schon gerne mal wissen, wie es mit den... Smartphone benutzen, Waffenmodifikation, Missionserinnerung, Gesundheitskit benutzen, Taschenlampe. Zur Seite sprinten, Nahkampf, Takedown, schauen, interagieren, nachladen, sprinten, ducken, gleiten, Waffe wegstecken, Guerilla-Werkzeug wählen, durchschalten. Mit R1 ist durchschalten. Anvisieren, Pause-Menü. Ach, hier mit R1. Ach so. Ach, ist ja cool. Ja, aber Guerilla-Werkzeug habe ich ja nicht. Das heißt, wir kriegen die Tür auch nicht offen. Verdammt. Aber das mit dem Auto will ich mal ausprobieren. Das ist schon cool. Hallo? Das ist alles so originell. Ja, das ist alles so originell. Oh. Genau, ein bisschen... Oh, schon wieder ein Tagebuch. Brief eines KVA Soda 01. Notiz. Dieses Tagebuch stammt von einem toten Nork. Wir haben es zu TK zur Übersetzung geschickt. Kaum nützliche Informationen, aber vielleicht können wir es für Propagandazwecke verwenden. NS? Mein Darling Hagen, ich weiß nicht, ob mein voriger Brief durch die Militärzensur kam, also schreibe ich die hier in meinem persönlichen Tagebuch, wo es niemand lesen kann. Mit jedem Tag, der vergeht, vermisse ich dich immer mehr. Oder mehr. Mehr, mehr. Ich sehne mich nach unseren Spaziergängen im Park entlang der Proton. Ich würde nachts so gerne wieder die Manso-Brücke überqueren und das Ruiyong-Hotel in voller Pracht sehen. Ich vermisse unser sauberen, glänzenden Boulevards und die fröhlichen Gesichter, an denen wir vorbeigehen. Hier gibt es keine fröhlichen Gesichter. Und die Straßen sind alles andere als sauber. Überall liegt Müll und Schutt herum. Die Luft ist dick und rustig von all den offenen Feuerstellen. Es tut mir leid, wenn dich das jetzt treffen wird, aber Amerika ist ein hässlicher Ort. Ich möchte nach Hause gehen. Auf ewig dein Song nehmen. Okay. Interessant. Wenn er doch so scheiße hier findet, warum geht er nicht einfach weg? Warum ist er dann erstmal hingekommen? Na? Okay, so. Ich bin gespannt, wie das mit dem ferngesteuerten Auto funktioniert. Ich lasse mich da echt überraschen. So, hier kommen wir wieder raus, ne? Genau. Hier ist eine Toilette, könnten wir uns... Und hier ist Geld, das... Ah, ist zwischen Händler, ne? Oder kann das sein, dass hier ein Händler ist? Digitaluhren! Hallo, mein Freund. Chemikalien, danke rüber. Wertsachen verkaufen. Nein, ich will einfach meine Wertsachen verkaufen. Ich probiere das Ding mal aus. Wie steuere ich das denn? Uah, oh Gott. Hallo? Hallo? Ich sehe nichts. Ich kann... Ich kann... Was? Synchronisieren oder zurücknehmen? Wieso kann ich das hier nicht benutzen? Warum? Hui!
Kann es sein, dass das Ding manchmal stört oder so? Das sind übrigens wir. Okay. Ist ganz lustig, muss ich noch ein bisschen mit üben. Ich steck das jetzt erstmal alles weg. Ja, ich komme wieder. Guck mal, wer da ist. Guck mal. Warte mal eben. Geht das? Kriege ich das so hin? Duck dich. Ich muss weg hier. Ist überhaupt nicht aufgefallen. Waren wir nicht gewesen. Hat keiner mitgekriegt. So. Wir müssen uns noch ein bisschen in dem Pulk aufhalten. Was war denn um? Hallo Freunde, wie komme ich denn hier hin? Komme ich hier durchs Gebäude vorne rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie geil das gemacht ist, dass die Leute da aus den Türen kommen. Da haben die das so gemacht, dass sie dann da spawnen und die Tür halt einmal aufmachen. Finde ich voll cool. Okay. Mehr Probleme. Hey Mann. Ist eine coole Animation. Weil es macht das ein bisschen authentischer hier. Dass die Leute so rauskommen aus den Türen, ist schon sehr, sehr geil. So, wie muss ich denn? Ich muss wahrscheinlich... Ich denke mal, dass ich durch die Tür muss. Nee, ich muss nicht durch die Tür. Wie komme ich denn nach oben? Wie komme ich denn in das Gebäude? Ja, Mann, scheiß auf sie. Oh, da ist... Mist, da ist jemand. Ich muss mich irgendwie bei Passanten aufhalten, damit er mich nicht sieht. Damit es nicht so auffällt. Hier kann ich wieder was sabotieren. Was? Mehr Kämpfe, mehr Probleme. Hallo, ich bin hier bei den... So, das musste ich eben machen, weil sonst hätte der uns nämlich jetzt hier gemeldet. Aber wie komme ich denn bitte... Wie komme ich denn bitte hier rein? Hallo? Mist, da kommen schon welche. Verdammt. Wie komme ich denn da rein? Oder darauf? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich darauf kommen soll. Wow. Okay, vielleicht sollte ich hier erstmal verschwinden. Sicher, sicher, weil hier gerade ein bisschen sehr, sehr viel Trubel und Hektik ist. Trubel, Hektik und Heiterkeit. Da ist schon wieder der nächste Kandidat. Hä, wo ist der? Da lief doch gerade einer. Hey, war doch gerade einer. Wo ist der hin? Die Gefangenen. Ja, natürlich. Finde ich super. Ich zeige mich jetzt nicht. Ich habe keine Zeit. Ich muss mal auf die Karte gucken, was wir hier sonst noch machen können. Das sind die einzigen beiden Sachen? Da müssen wir noch was sabotieren. Hier in die Richtung müssen wir noch zwei Sachen sabotieren. Drei sogar. Starrst du mich etwa an? Wie kann ich das denn hier sabotieren? Na, was geht? Gar nichts. Na, was geht? Wie sabotiere ich denn das Ding hier? Zerstöre ich das einfach oder wie ist das? Fehlende Werkzeuge müssen der Zentrale.
20 Minuten gemeldet werden. Warte mal. Wie kann ich denn... Bevor die Drohne jetzt hier runterkommt, ich schmeiß da direkt zwei Bomben hin und dann hau ich ab. Das war so klar, dass sie genau hier hinkommt. Das war so klar. Das war sowas von klar, dass sie genau hier hinkommt. Diese Kackdrohne. Aber sabotieren verstehe ich doch zerstören, oder nicht? Oder irre ich? Da ist die Drohne. Ah, die fliegt weg, Gott sei Dank. Einmal, zweimal weg. Bleiben Sie ruhig. Jawohl. Oh, oh, nein. Ciao, ich muss weg. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich muss weg. Gut gemacht, Brady. So erhalten wir in diesem Bezirk noch mehr Unterstützung. Ja, ja. Das Problem ist nur, ich sollte mich verstecken. Bleiben Sie ruhig. Im Klo. Hier riecht's gut, hier riecht's nach Urinalstein. Als ob die mich hier nicht sehen würden, wenn ich so weit die Tür offen lassen würde. Aber ist klar. Gut, warten wir ein bisschen. Mal ein bisschen abklingen lassen. Ich glaube... Ich glaube, das hat sich abgekühlt ein bisschen. Ja, ich glaube, es hat sich ein bisschen abgekühlt. Da waren aber noch zwei weitere Sabotageobjekte, die ich noch gerne sabotieren möchte. Und wir müssen noch Bomben bauen, wenn wir schon einmal dabei sind. So, wir benötigen auf jeden Fall Batterien noch dafür.